Oh, ich hätte gestern lieber 2-1 gewonnen als 0-0 gespielt. Also für mich ja, ist das nicht so entscheidend, ob ich jetzt da jedes Spiel zu 0 spiele oder eine Serie starte. Gestern muss ich auch ein großes Lob an meine Vorderleute geben, die ja, fast alles da vom Tor abgehalten haben. Ich hatte, glaube ich, nur ein, zwei Bälle, die ich abfangen musste. Und ja, auch nur eine hundertprozentige Chance durch Kruse nach der Halbzeit. Deswegen, ja, da stehen wir sehr stabil. Und wenn wir das jetzt mitnehmen in die nächsten Wochen und vielleicht noch so ein bisschen den Respekt vor der Liga ablegen und noch ein bisschen mehr nach vorne machen, dann bin ich mir sicher, dass wir ja auch 3 Punkte dann einfahren werden. Eigentlich sind wir zufrieden. So, wenn ich am Tag danach immer aufwache, da habe ich immer so ein Gefühl, was bleibt übrig. Und da muss ich sagen, dass wir in dem Spiel wenig oder vielleicht gar keinen Unterschied gesehen haben von einer Mannschaft, die im Europacup spielt, zum Aufsteiger. Dann ist das, denke ich, in Ordnung. Wir sind Aufsteiger, wir verkaufen uns mit unseren Möglichkeiten, glaube ich, sehr gut. Ja, also klar, ich bin seit der U15 in den Jugendnationalmannschaften fast immer dabei gewesen und klar, es ist ein großer Traum von mir oder auch ein großes Ziel, langfristig gesehen dann auch mal in den Kreis der Nationalmannschaft vorzurücken, das ist klar. Aber aktuell habe ich auch erst 4 Bundesligaspiele jetzt gemacht und ja, bin immer gut damit gefahren, wenn ich den Ball schön flach halte und ja, auf dem Platz mit Leistung überzeuge.